Leute, das hört sich ja mal richtig gut an. Wir haben neue Informationen zu The Acolyte erhalten und es scheint so, als wolle die Serie nicht wirklich nett zu den Jedi sein. Wir haben in den Klonkriegen ja gesehen, dass die Jedi dann nicht mehr wirklich auf der Höhe ihrer Macht waren und durchaus nicht immer die besten, geschweige denn moralisch richtigen Entscheidungen getroffen haben. In den Prequels und in The Clone Wars wurde das hier und da mal angedeutet, aber bei The Acolyte soll das einen sehr großen Fokus einnehmen und uns zeigen, warum die Jedi über die Jahrzehnte so verkommen sind. Was dann schließlich auch zu ihrem Fall führen konnte. Was ich doch ziemlich interessant finde. Was sagt ihr dazu?